Hallöchen, ihr Lieben! Herzlich willkommen zu einem neuen Sonntags mit Lillis. In dem Video heute werden wir uns rein um das Thema Lettering beschäftigen. Ich möchte heute mit euch ein schönes, sagen wir mal relativ großes Lettering zaubern. Dabei geht es so ein bisschen um Komposition, aber vor allen Dingen auch um Blending und um verschiedene Effekte, die man mit einem Schatten erzielen kann. Ich will euch dazu mal ein paar Beispiele zeigen, denn das ist nicht das erste Mal, dass ich so ein Lettering zaubere und ich mag halt einfach die Wirkung. Wenn ihr hier mitmachen wollt bzw. euch inspirieren lassen könnt von meinem Video, dann werden wir auch gleich noch die Materialien durchgehen. Ich habe hier schon fast alles liegen und was wir lettern, das zeige ich euch auch gleich. Aber erstmal möchte ich euch zeigen, was ich meine bzw. was ich schon so alles gezaubert habe. Ihr seht, ich will jetzt nicht das ganze Buch durchblättern. Deswegen habe ich mir schon alles so ein bisschen markiert. Ich möchte mit euch heute ein Lettering zaubern, welches über zwei A5 Seiten in einem Buch oder auf einer A4 Seite gestaltet ist. Da ist zum einen, kann man das relativ simpel halten mit einer Farbe. Man kann das auch natürlich im Hochkantformat machen. Kunterbunt, wie ihr seht. Aber man kann auch relativ kurze Sprüche schön damit machen. Und das möchte ich heute mit euch machen. Unser Spruch hat insgesamt 5 Wörter oder unser kleines Zitat. Und es werden auf jeden Fall auch sehr pastellige Töne sein. Und ich freue mich auf jeden Fall schon. Es wird bestimmt ein sehr, sehr schönes Ergebnis werden. Es geht natürlich auch knalliger. Und ihr seht, hier sind auch relativ simple Schatten. Aber man kann das natürlich auch richtig schön komplex gestalten. Es ist auch gar nicht so schwer, wie es hier vielleicht aussieht. Hier sind sogar ein paar Worte mehr, sind 6 Worte. Geht natürlich mit kurzen Sprüchen am besten. Und hier auch wieder hochkant. Zwei Worte gehen auch. Und ich möchte hier auf diesen beiden Seiten mit euch zusammen ein Lettering zaubern. Ihr braucht Papier, welches sich zum Blenden eignet. Es kann glattes Aquarellpapier sein. Euren Brushpens zuliebe sollte es aber schon glattes Papier sein. Ich habe hier ein Mixed-Media-Papier. Das ist das Canson Mixed-Media Imaging. Das habe ich hier, das verbinde ich immer in meinen Büchern. Dann brauchen wir auf jeden Fall 2 Fineliner in 2 verschiedenen Stärken. Ein Bleistift und ein Radiergummi zum Vorzeichnen. Einen Wassertankpinsel oder womit ihr am liebsten blenden wollt. Ihr könnt das auch gerne mit dem Pinsel und Wasser machen. Ihr könnt das auch gerne mit dem Blender machen. Das ist ganz, ganz euch überlassen. Dann brauchen wir natürlich Farben. Und ich habe mir das hier schon mal so ein bisschen vorskizziert. Das ist ein Tipp nur. Schreibt euch immer auf vorher, was ihr lettern wollt. Dann schreibt es auch gleich richtig auf, ohne Rechtschreibfehler. Dann vergesst ihr auch nichts oder vertauscht auch nichts. Glück ist Sonnenschein im Frühling. Dadurch, dass der Mai ja angefangen hat, wollte ich halt einfach bei den grauen Tagen, die es so oft gibt, einfach so ein bisschen Farbe durch das Lettering reinbringen. Ihr seht hier vorne schon, ich habe mich für die 3 Farben entschieden. Ich werde die Brushpens von online benutzen, aber dieselben oder die ähnlichen Farben, die findet ihr mit Sicherheit auch in anderen Marken. Aber das ist einmal das Grün, dann einmal das Rosa und einmal hier ein helles Blau, helles Türkis vielleicht, also es wird sehr pastellig, finde ich, passt sehr schön zum Frühling. Dann brauchen wir auf jeden Fall einen hellgrauen Brushpen, den werde ich hier ebenfalls von online benutzen. Die haben nämlich letztes Jahr so ein schönes Set mit verschiedenen Grautönen rausgebracht und das ist die hellste Farbe, also das ist die hier. Würde mir aber auch für Schatten, das ist dann die zweite Farbe hier, ein etwas dunkleres Grau noch dazulegen. Auf jeden Fall die 5 Brushpens werden wir benötigen. Ja, und ansonsten müsste ich mir jetzt halt eigentlich nur noch überlegen, wie ich das Lettering aufbauen will. Und das gehen wir jetzt gemeinsam durch. So, dann nehmen wir unseren Bleistift zur Hand. Und zwar sind die prägnanten Worte ja eigentlich Glück, Sonnenschein und Frühling. Und diese 3 Worte, die möchte ich auch gerne groß schreiben. Ihr müsst die nicht in einer Skriptschrift, also sie muss nicht schreibschriftartig sein. Ihr könnt die auch gerne in Druckbuchstaben, falls euch das leichter fällt. Oder in der Schrift, die es euch beliebt. Ich werde jetzt hier vorrangig hauptsächlich eine Skriptschrift benutzen. Und die beiden Wörter, die werde ich in den Hintergrund stellen, beziehungsweise werde ich im Nachgang erst einfügen, damit ich sehe, wo da noch Platz ist. Auf jeden Fall Glück,
Sonnenschein und Frühling. Das sind die beiden großen Worte, die ich hier, mal gucken, wie ich die gleich anordne. Ich denke mal Sonnenschein, das S ist sehr groß. Das werde ich als erstes schreiben. Das können wir hier natürlich auch. Wenn wir hier uns das A4 vorzeichnen. Das ist jetzt, wie gesagt, ist nur eine Skizze. Sonnenschein. Dann würde ich hier wegen dem S das Glück einfügen. Das ist jetzt auch nicht die Schrift, die ich hier gleich in meinem Heft benutze. Das ist einfach nur, damit ich weiß, wo möchte ich es hinhaben. Und damit ich mir hier auch mit dem S nicht in die Quere komme, kommt hier noch das Frühling hin. Könnt ihr auch gerne bouncen. Das heißt, die Buchstaben hoch und runter tanzen lassen. Und dann habe ich natürlich den Überblick, wo kann ich das Ist und das Im noch hinsetzen. Glück, da würde ich hier dann das Ist reinsetzen. Glück ist Sonnenschein und hier vorne das Im. Ich glaube, so werde ich es auch machen. Ich werde mir das jetzt auch hier, aber auch nochmal wirklich mit Bleistift so ganz leicht vorzeichnen. Drückt nicht zu sehr auf, sonst gibt es nämlich Vertiefungen im Papier und das würde dann euer Ergebnis auf jeden Fall ein bisschen beeinflussen. Hier werde ich jetzt die Bleistiftlinien. Ihr könnt sie hier recht gut erkennen. Ich möchte sie aber, dass man die in meinem Lettering gleich nicht erkennt. Und deswegen werde ich sie nicht ganz wegradieren, aber so weit, dass ihr es vielleicht nicht mehr sehen könnt, aber ich gleich noch beruhigt mit dem Brushpen, mit dem hellen Brushpen vorzeichnen kann. Dann nehmen wir uns den hellen Brushpen. Ich werde hier immer zweimal lang gehen, weil ich es ein bisschen dicker von der Strichstärke haben möchte. Manchmal verschiebt sich das natürlich auch so ein bisschen. Das ist gar nicht schlimm, weil wenn das dann nämlich getrocknet ist, könnt ihr die Bleistiftlinien, die man jetzt hier im Hintergrund noch sieht, eventuell auch noch ganz beruhigt wegradieren. Aber erst, wenn es getrocknet ist. Hier die Vorzeichnung fertig und dann geht es ans Blending. Das würde ich euch kurz zeigen, wie ich es mache, wie ich das vor allen Dingen mache. Das macht ja auch jeder anders und dann gehen wir auch schon ans Werk. Ich habe mir ja die drei Farben hier rausgesucht
und die werde ich jetzt hier ganz wahllos einsetzen. Es kann natürlich sein, dass das Grau hier noch nicht hell genug ist und dass die Farben nicht ganz so zur Geltung kommen. Aber da gucken wir einfach mal. Und wenn nicht, kann man ja hier auch eine Farbe dunkler wählen, wenn es euch denn so stört, dass man das Grau vielleicht noch durchschimmern lässt. Also ich arbeite auch hier wieder mit der Brushpen-Seite und fange oben beim ersten Loch an. Zwei Farben. Und werde dann, wichtig ist, wenn ihr blendet, nehmt euch immer ein Tuch zur Seite, dass ihr immer wieder euren Pinsel sauber machen könnt, ne? Oder eventuell zu viel Wasser abstreichen könnt. So, dann könnt ihr hier entweder nehmt ihr euch ein Testpapier. Nehmt ihr euch ein Testpapier und schaut, okay, ob die Wasserzufuhr ist günstig, ne? Oder ihr geht halt direkt drauf los. Kann aber passieren, dass dann halt vielleicht eine Wasserlage rauskommt. Am Finger sieht man es auch meistens ganz gut. Und ich finde, hier kommt jetzt auch nicht zu viel raus. Und dann verbinden wir hier quasi, verblenden wir die beiden Übergänge miteinander, dass man die nicht mehr sieht. Ich habe jetzt hier auch bewusst eine größere Lücke gelassen, weil ich die beiden Farben eigentlich nicht miteinander vermischen will, sondern ich möchte sie wirklich nur verblenden. Wenn man hier natürlich kräftigere Farben nimmt, meinetwegen auch ein Blau und ein Gelb, und wenn man die beiden Farben verblendet, dann mischt es sich natürlich in ein Grün. Das möchte ich jetzt hier aber nicht erzielen. Ich möchte, dass man schon die Farben alleinstehend für sich erkennt und dass hier halt nur ein weicher Übergang ist.
Den zweiten Schritt haben wir geschafft. Und ich freue mich über diese Farbkombi, denn die gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Jetzt kommen wir zum nächsten Schritt. Die Brush Pens brauchen wir jetzt nicht mehr. Die könnt ihr euch zumachen und wegpacken. Was wir jetzt brauchen, sind die Fineliner. Den Wassertankpinsel können wir auch wegpacken. Und behaltet euer Tuch da. Denn wenn das hier nämlich noch nicht so ganz hundertprozentig trocken sein sollte, möchte ich bitte gerne, dass ihr ein Tuch drüber legt. Sonst verwischt ihr euch das alles und dann war die ganze Arbeit, die ihr gerade hier reingesteckt habt, völlig umsonst. Und das möchten wir ja nicht. So, als erstes nehme ich meinen dickeren Fineliner und werde jetzt die ganzen Buchstaben umranden. So, dass quasi die ganze Farbe eingerahmt ist. So, das macht ja schon einiges her. Ne? Ich finde, wenn man so Schrift einrahmt, das sieht schon, oh, das gibt dem Ganzen irgendwie noch was Rundes. Im nächsten Schritt werden wir dem Ganzen einen dreidimensionalen Effekt verleihen. Und zwar werde ich eine
Dreidimensionalität auf der rechten Seite, so rechts ein Stückchen unten hinzufügen. Und zwar mache ich das, indem ich hier eine weitere Linie hinzufüge und dem Ganzen ein bisschen mehr Raum gebe. Versucht es, dass es ungefähr überall gleich breit ist. Und dass ihr den ganzen Lettering das hinzufügt. So, das könnt ihr jetzt gerne so lassen, wenn ihr das möchtet. Ihr könnt aber auch mit dem zweiten Fineliner, der eine ganze Ecke kleiner ist, auch aus dem Schatten noch ein bisschen was rausholen oder aus der Dreidimensionalität. Ich werde hier jetzt überall, wo es so offen ist, werde ich nichts machen. Aber dort, wo es so in den Schatten reingeht, werde ich mit dem Fineliner so ein bisschen noch tiefer den Schatten setzen. Mache ich so ganz einfach mit so ein paar leichten Linien, die ich nicht gerade übers Papier ziehe, sondern eher so geschwungen, sodass das Ende ein bisschen dünner ist. Ja? Also eher so wie so ein Halbmond quasi übers Papier zu ziehen.
da soll noch mal einer behaupten, ein Lettering sei schnell gemacht. Ein aufwendiges Lettering ist nicht so schnell gemacht. So, als vorletzten Schritt, also drei Schritte kommen jetzt noch. Und zwar kommt jetzt noch ein Schatten mit einem grauen Feinliner. Der ist ein bisschen dunkler als den ersten, den ich verwendet habe. Dann brauchen wir noch ein Weiß. Ich weiß gar nicht, ob ich das erwähnt habe zum Anfang. Ein Weiß für Highlights, ne, so ein bisschen Lichteffekte setzen. Und ganz zum Schluss habe ich mir überlegt, da brauchen wir nochmal die Farben. Ich hoffe, ihr habt sie noch nicht weggepackt. Die Farben und den Wassertaktpinsel und eine Blending-Palette, weil wir hier dann gleich noch ein paar farbige Sprenkel drauf machen. Aber erstmal kommen wir zum Schatten. Den setzen wir jetzt hier direkt an unsere 3D-Konstruktion dran. So, der Schritt ist auch fertig. Ihr seht, es nimmt immer mehr Form an. Ich finde, mit jedem Schritt bringt man da noch so Tiefe und Dynamik rein. Der nächste Schritt ist mit einem Highlighter. Und zwar könnt ihr einen Acrylmarker oder halt auch einen Gelstift nehmen. Ne? Also das ist ganz euch überlassen. Ich will es jetzt hier mal mit einem Acrylmarker probieren. Ja, den teste ich immer vorher auf dem Extrablatt. Das mache ich nicht hier auf dem Bild, damit ich mir das natürlich nicht versaue. Ne? So, dadurch, dass ja der Schatten jetzt auf der rechten Seite ist, kommen die Lichteffekte auf die linke Seite. We'll be right back.
Die Highlights sind gesetzt. Und als letztes, um einfach nur dem Ganzen nochmal so um eine Fülle auf dem Papier zu geben, werden wir jetzt mit dem Wassertankpinsel und den drei Farben noch ein paar Sprenkelchen draufsetzen. Dafür brauchen wir die Handypalette. Dann fangen wir mal mit dem Grün an. So, ich habe hier jetzt ausreichend Wasser drin. Ich pumpe jetzt ein bisschen Wasser in die Spitze, dass ich auch gleich ausreichend Wasser da habe, sonst lässt der Pinsel nämlich keine Farbe los. Und dann, ja, genau das meinte ich. Na! Muss auch gar nicht doll sein, aber es stellt mich nicht zufrieden. Dafür muss ich mich wieder anstrengen. Ich nehme mal, ich habe einen Wassertankpinsel noch eine Nummer größer. Dann geht das, glaube ich, besser. Und einfach ein bisschen mehr Feuchtigkeit auf. Ja. Aber jetzt brauchen wir noch ein bisschen Farbe. Könnt ihr, wie es euch beliebt, die Farbe hier auftragen. Na, schaut mal, über den Finger geht es noch einfacher. So, grüne Sprenkel, muss ich sauber machen. Und dann natürlich auch hier. Dann kommt das Blau. Sehr schön. Sauber machen. Und als letztes das Rosa. Hui. So, das nehmen wir auch noch auf. Sehr schön. Sauber machen. Blending-Palette sauber machen. Fertig. Mir gefällt es richtig gut. Ich mag die Farben, die sind schön seicht. Ich bin eh gerne so ein pastelliger Typ, also ich mag es gerne auch mal kräftig an Farben zwischendurch, aber am liebsten mag ich es eigentlich, wenn es so schöne, seichte Farben sind. Alle Wörter sind drin, es ist lesbar, es ist ein schöner Effekt drin, es ist ein 3D-Effekt drin, ein Schatten ist gesetzt, wir haben Sprenkel gemacht. Was will man denn noch mehr? Ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Ich hoffe, ihr konntet vielleicht auch noch ein bisschen was mitnehmen. Wenn dem so ist, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mir einen Daumen da lasst für das Video
Und wenn ihr gerne weiterhin solche tollen Videos sehen wollt, dann lasst mir gerne auch ein Abo da. Und dann werden wir uns demnächst auch wiedersehen. Nächsten Sonntag sehen wir uns auf jeden Fall wieder mit 3 Themen, ein Bild. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Sonntag. Viel Kreativität, viel Ausgeglichenheit, atmet tief durch und habt einen tollen Tag. Tschüss!